HDA. Humanisierung des Arbeitslebens. Die Geschichte eines Forschungsprogramms. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Wirtschaftsboom in Deutschland für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu mehr Wohlstand geführt. Aber im Gegensatz zu den Gehältern hatten sich die Arbeitsbedingungen vieler Menschen nicht verbessert. Der Arbeitsschutz war häufig unzureichend. Mehr als 2 Millionen Arbeitsunfälle pro Jahr. Damit nahm Westdeutschland in den 60er Jahren einen unrühmlichen Spitzenplatz in Europa ein. Dass die Arbeitsverhältnisse in den Fabriken vielerorts unmenschlich waren, war in der Gesellschaft Konsens. Gefahren und körperliche Belastungen gehörten in vielen Betrieben zum Arbeitsalltag. Das sollte sich bald ändern. Nach 2 Jahrzehnten Kampf um Arbeitszeitverkürzung und Lohnerhöhungen wurden jetzt körperliche und seelische Belastungen bei der Arbeit ein gesellschaftliches Thema. Der Arbeitsschutz wurde Teil der staatlichen Sozialpolitik. Auch der Arbeitsplatz sollte nun Teil eines guten Lebens werden. Die sozialliberale Regierung unter Willy Brandt erließ eine Reihe von Gesetzen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dazu zählte auch die Betriebsverfassung von 1972. Betriebsräte erhielten nun ein Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen. Mit dem Programm Humanisierung des Arbeitslebens von 1974 förderte die Bundesregierung betriebliche Projekte zur Arbeitsgestaltung. Arbeits- und Gesundheitsschutz, Reduktion von Belastungen aller Art, Qualifizierung und ein Mehr an Demokratie waren die Ziele des Programms. Zugleich sollte es technische Innovationen in der Produktion und damit die Wettbewerbsfähigkeit fördern. Zwischen 1974 und 1989 wurden etwa 1600 Projekte gefördert. Die Gewerkschaften beteiligten sich an dem Programm. Unterstützt wurden Vorhaben, die physische Belastungen und Gefahren für die Gesundheit eindämmten. Aber auch monotone Arbeiten sollten reduziert werden. Insbesondere das Fließband war Ausdruck unmenschlicher, industrieller Arbeit. Eine Alternative war die Gruppenarbeit in sogenannten Fertigungsinseln. Andere Projekte ermöglichten es erstmals den Beschäftigten selbst, ihre Arbeitsplätze zu bewerten und humaner zu gestalten. Daneben gab es auch Begleitprojekte, die sich auf die betrieblichen Bedingungen der Einführung neuer Technologien konzentrierten. HDA. Nur ein Programm von gestern? Im Gegenteil. Vor dem Hintergrund voranschreitender Digitalisierung flammt der Wunsch nach einer Humanisierung der Arbeitswelt neu auf. Der Einsatz von Technologie, so ein zentraler Gedanke aus den HDA-Projekten, ist gestaltbar. Die Selbstbestimmung der Beschäftigten und betriebliche Demokratie können und sollten dabei eine wichtige Rolle spielen. Digitalisierung gehört zu den großen Herausforderungen der Arbeitswelt von heute. Zu ihrer Bewältigung können die Erkenntnisse des HDA-Programms wichtige Denkanstöße bieten.